So, mich hat ein sehr schönes E-Mail erreicht, das mich sehr inspiriert hat und deswegen setze ich mich gleich her und beantworte das, um sozusagen diese Emotion noch zu behalten. Und zwar ist das eine Frau, die mir da schreibt. Ich lese das kurz vor. Guten Tag, also wir in Österreich sagen Grüß Gott. Ich möchte an Bonelli eine Frage stellen. Hat mich erreicht, ja cool. Soll man in jeder Entscheidung sich nach dem Herzen orientieren? Wie geht das in einer Mann-Frau-Beziehung? Wo bleiben die Bauchgefühle? Oder kann man jemanden durch die drei Ebenen lieben? Wie mischt sich das alles? Also ich muss sagen, ich kann Sie abbusseln, liebe Frau XX. Das sind ganz fantastische Fragen und Sie haben mich wirklich sehr inspiriert, hier diese Dinge noch einmal darzulegen, weil sie wirklich sehr, sehr schön sind. So, gehen wir gleich zur ersten Frage. Soll man in jeder Entscheidung sich nach dem Herzen orientieren? Ganz klares Ja. Warum? Weil die Entscheidung ohnehin im Herzen ist. Lassen Sie mich das kurz mal erklären mit folgendem Diagramm. Also nach der modernen Neurowissenschaft ist der Mensch eben aufgeteilt in Emotionalität. Das ist das, was den Menschen als erstes erreicht, ja, die Emotionen. Und das macht den Menschen nicht aus, sondern das ist Teil des Menschen. Ja, wir sind nicht unsere Emotionen, wir haben Emotionen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Der Mensch im Unterschied zum Tier hat eben diese zweite Ebene der Vernunft. Ja, der Mensch, sagt man auch, ist ein vernunftbegabtes Säugetier. Die Vernunft ist sehr wichtig und faszinierend, weil sie eben die Emotionen relativieren kann. Sie kann über die Emotionen nachdenken. Sie kann auch Emotionen verneinen. Also in dem Sinn zu sagen, das ist jetzt nicht so geschickt. Ja, das kann alles die Vernunft. Und nur dadurch, dass wir die Vernunft haben, haben wir eben auch die dritte Ebene und das ist die Ebene des Herzens oder der Entscheidung. Ja. Und deswegen die Frage, muss die Entscheidung immer eine Entscheidung des Herzens sein? Ja, ganz klar, ja. Jetzt schauen wir uns einmal ein typisches Ereignis an. Nehmen wir einen Reiz. Ja. Ein Reiz erreicht einen Menschen immer auf das Bauchgefühl. Ja, das ist das Erste, was einen Reiz wahrnimmt. Ja, in dem Fall eine schöne Frau oder eben, wenn das eine Frau ist, ein schöner Mann oder es kann ja auch ein Kuchen sein oder nicht was auch immer den Menschen reizt. Ja, im allgemeinen Sinn nicht. Und das Bauchgefühl funkt jetzt dieses Bedürfnis, das durch den Reiz entsteht, an die Entscheidungsgewalt, nämlich das Herz. Nicht? Das Herz ist die Entscheidungsmitte des Menschen und das Herz hat die Handlungen in der Hand. Ja? Also das heißt, alle Handlungen gehen durch das Herz. Es kann aber jetzt sein, dass das Herz eben kopflos ist. Das ist, glaube ich, jetzt sehr anschaulich, das Wort kopflos, sondern dass es einfach reagiert sehr schnell auf den Reiz. Und dann ist das eben ein Reizreaktionsschema, wie es eben auch die Tiere kennen, weil die Tiere diese eine Ebene mehr nicht haben. Aber das Herz ist eben frei. Das ist wesentlich oder ist eben zu teilen frei oder könnte eben frei sein. Man kann an der Freiheit des Herzens arbeiten. Und das Herz hat jetzt eben auch die Möglichkeit zu sagen, es möchte eine zweite Meinung, es möchte mal wissen, ob dieses Bedürfnis, das das Bauchgefühl hat, jetzt wirklich so unbedingt sein muss. Wobei ganz wichtig beim Bauchgefühl ist, es kann ein Reiz sein, ein positiver Reiz, wie in dem Fall ist es ein sehr positiver Reiz, aber es kann auch ein negativer Reiz sein. Das heißt, ich möchte etwas nicht, ich habe keine Lust, nicht das Bauchgefühl. Das Prinzip des Bauchgefühls ist Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Das heißt, ich möchte Kuchen und ich möchte nicht in der Früh aufstehen. Ich habe keine Lust, mich, keine Ahnung, zu konfrontieren mit etwas, was anstrengend ist, was mir Angst macht. Nicht Angst ist auch ein sehr
aversiver Reiz, wo ich mich schäme, zum Beispiel, ist auch ein aversiver Reiz, nicht? Also Lustmaximierung, Unlustvermeidung. So, und jetzt kommt es, aber jetzt fragt das Herz eben auch noch den Kopf und sagt, mein lieber Freund, was wäre denn vernünftig? Nicht? Also das Prinzip des Bauchgefühls ist der Hedonismus, das heißt, ich möchte jetzt leben, ich möchte Lust haben, ich denke vor allem nicht am Morgen. Ja? Also das Bauchgefühl denkt nicht am Morgen, ist nicht langfristig, kennt auch, sagt Sigmund Freud, keine Moral, weil das Bauchgefühl, das wir heute so verwenden, oder das ich heute so verwende, ist praktisch identisch mit dem Es, mit kleinen Unterschieden, nämlich Sigmund Freud glaubte, dass die Angst nicht Teil des Bauchgefühls ist. Das können wir heute so nicht halten, weil eine Angst ist eine ganz wichtige Emotion und natürlich ist es eine Emotion und was soll es sonst sein? Also das Herz, die Entscheidungsmitte des Menschen, hat eben auch die Möglichkeit zu sagen, du Hirn, denk mal drüber nach, was hast denn du für eine Meinung? Und wenn das Gehirn eingeladen wird, nachzudenken, und zwar ganz offen und frei drüber nachzudenken, kann das Gehirn auch sagen, also ich habe die und die Meinung, ich sehe das so und so. Also bei diesem Reiz zum Beispiel könnte das Gehirn sagen, ja, die ist sicher ganz fesch, aber ich gebe zu bedenken, erstens einmal, du bist verheiratet, zweitens einmal, sie ist verheiratet, drittens einmal, die hat Borderline, viertens einmal, du hast Kinder, fünftens, sie hat Kinder. Das ist alles sehr mühsam, mach das lieber nicht. Und dann kann das Herz eben von sich aus eine Aktion machen, vorher war es eine Reaktion, nicht nachdenkend, einfach automatisch eine Reaktion, so wie Sigmund Freud nämlich ganz unfrei den Menschen gesehen hat. Was wir heute wissen, ist, der Mensch ist frei, weil er kann auch sein Leben in die Hand nehmen, er kann eben auch Dinge anders machen, als es das Bauchgefühl vorschreibt, nicht? Und deswegen kann das Bauchgefühl auch overruled werden sozusagen von Kopf und Herz gemeinsam, nicht? Das Bauchgefühl sagt, ich würde gerne noch im Bett bleiben, und Kopf und Herz sagen, nein, wir stehen jetzt auf, weil wir haben Arbeit, und das wäre irgendwie super lässig, wenn wir heute einmal pünktlich kommen würden zur Abwechslung. Der Chef wird sich freuen und wahrscheinlich würden wir dann auch nicht gekündigt werden. Es wäre einfach nützlich, ja. Aber der Kopf ist auch nicht das Maß aller Dinge, meine Damen und Herren, das ist mir echt wichtig, festzustellen, es gab verrückte Zeiten in der Geschichte der Menschheit, wo die Vernunft zu einem göttlichen Wesen hochgehoben wurde, weil, und das glaube ich nicht, und es ist auch meine Erfahrung als Psychiater, die Vernunft des Menschen ist meiner Meinung nach sehr schwach und armselig ausgebildet, weil die Vernunft sehr stark abhängt von der Entscheidung des Menschen. Also wir können zwar schon Dinge erkennen, aber wir müssen uns vorher entscheiden, dass wir Dinge erkennen. Und viele Menschen wollen etwas nicht wissen. Und wenn sie etwas nicht wissen wollen, dann werden sie auch nie so weit kommen. Und deswegen beantworte ich Ihre erste Frage ganz klar mit, ja, die Entscheidung muss immer aus dem Herzen kommen und sie kommt auch immer aus dem Herzen, selbst wenn das Herz entscheidet, nicht nachzudenken, sondern einfach zu reagieren auf den Reiz und einfach triebhaft zu reagieren, wie eben es Tiere tun. Das ist nicht despektierlich gegen Tiere. Übrigens ist Empathie auch eine Form von Reiz. Ja. Also Empathie ist kein Beweis dafür, dass das so nicht stimmt. Habe ich auch vor kurzem eine E-Mail bekommen, aber das ist ein Missverständnis. Ja, also das heißt, das Herz kann sehr kritisch wahrnehmen, was kommt im Reiz, kann sich aber frei entscheiden, denke ich noch einmal darüber nach oder lasse ich nachdenken. Aber das Herz kann auch entscheiden, ich will gewisse Sachen nicht wissen. Was mir da besonders auffällt, ist die Schuldfrage. Ich habe relativ viele Patienten, die kommen zu mir und sehen ihren Partner für alles schuldig, was so in ihrer Partnerschaft passiert ist. Und wenn ich dann frage, darf ich fragen, ob ihr Partner auch positive Sachen geleistet hat oder gemacht hat, sagen die, ich verstehe gar nicht, was sie meinen, weil, und das sagen sie deswegen, was meinen sie, ja? Das sagen sie deswegen,
weil das gar kein Konzept ist, das sie zulassen können, dass der Partner auch einmal was Positives macht, verstehen Sie, weil das Herz schon so verbittert oder verschlossen ist für Ihren Partner, dass es keine Möglichkeit gibt, dass der auch irgendwie was Positives gemacht hätte oder einen positiven Anteil an der Partnerschaft hat. Und wenn ich dann nachfrage, okay, und haben Sie irgendwas falsch gemacht in dieser, keine Ahnung, 20-jährigen Beziehung, dann sind die auch wirklich wortlos, weil das auch kein Konzept ist, über das sie nachdenken, weil sie nicht nachdenken wollen. Und hier sind wir wieder beim Herzen, verstehen Sie? Wir können nur darüber etwas nachdenken, wo wir bereit sind, darüber nachzudenken. Also das ist für mich dieser eine Pfeil, der da besteht zwischen dem Herzen und der Vernunft, der ist für mich zentral, weil hier ist das Denkverbot und viele, viele Menschen haben ein riesiges Denkverbot in ihrem Kopf, sowohl ideologisch als auch im privaten Leben. Ja, ich möchte meine Fehler nicht sehen oder ich möchte das Positive nicht sehen meines Partners. Das ist ein ganz zentrales Kriterium. Also deswegen noch einmal zurück zu Ihrer Frage. Ja, ja und nochmals ja. Das Herz ist das zentrale Organ für Entscheidungen, weil es eben das Entscheidungsorgan ist, nicht? Und deswegen funktioniert das auch nicht anders. So, kommen wir zu Ihrer nächsten Frage, weil es sind alle Ihre Fragen großartig. Sie fragen dann, wie geht das in einer Mann-Frau-Beziehung? Wie geht das mit Kopf, Herz und Bauch in einer Mann-Frau-Beziehung? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Hoppala, das glaube ich, da habe ich jetzt zu wenig Platz. Da muss ich mich selber kleiner machen. Ja, schaffe ich das? Okay, das ist technisch anstrengend. Also, Mann und Frau begegnen einander mit diesen Prinzipien Kopf, Herz, Bauch, nicht sowohl Mann als auch Frau. Das hätte ich jetzt irgendwie besser machen können, aber gut, jetzt sind wir komplett. Und wenn man das einmal betrachtet, dann kann man sagen, zuerst einmal, wenn sie sich begegnen, dann begegnen sie sich mit dem Bauch. Ja? Also die Chemie muss stimmen, verstehen Sie? Also ich meine, man trifft sich normalerweise nicht über den Kopf oder über das Herz schon gar nicht, weil das Herz hat ja keine Wahrnehmungen. Die Wahrnehmung ist im Bauchgefühl. Ich meine, es gibt ganz wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn sich die nur schreiben, aber selbst dann ist da auch eine Art von Spüren dabei, von Emotionalität dabei, also dass sie sich nur austauschen über irgendwelche abstrakten Ideen und dann zur Überzeugung kommen, es wäre nützlich, wenn wir ein Paar wären, gibt es auch nicht, also es gibt ja die Vernunft, in wo halt der größte Bauernhof den zweitgrößten Bauernhof heiratet. Ja, gibt es auch, aber ist es nicht die Regel. Nicht? Normalerweise ist die erste Ebene der Begegnung zwischen Mann und Frau eben dieses Spüren des anderen, Wahrnehmen der Weiblichkeit der Frau beziehungsweise der Männlichkeit des Mannes und auch das Gefühl, die Chemie stimmt. Das heißt, ich spüre da was, das ist attraktiv und das ist interessant zwischen uns beiden. Dann kann es natürlich jetzt zum One-Night-Stand kommen, also man kann sozusagen das Bauchgefühl jetzt in extenso pflegen und man kann sich kognitiv auch nicht austauschen, nicht? Das ist natürlich möglich, nicht? Also zwischen Kopf und Kopf kann es wirklich zum Stillstand kommen und dann kommt es aber auch nicht zu einer Herzensbegegnung, sondern dann begegnen sich die zwei Bäuche und es ist schneller mal vorbei, weil wie wir schon gesagt haben, ist das Bauchgefühl sehr kurzfristig. Ja? Und ich meine, denkt auch nicht an das Morgen und ist auch dann wahnsinnig nicht wahnsinnig vernünftig, kennt keine Moral, das ist alles das, was Sigmund Freud sagt. Das heißt, das ist nicht langlebig, aber normalerweise, vor allem wenn das zwei kultivierte Menschen sind, das heißt, die auch eben auch schon etwas intellektuell und herzensbildungsmäßig aufgebaut haben, dann leisten sie zum Teil eben auch einen Triebverzicht, weil sie sagen, zuerst einmal, Triebverzicht ist ein Begriff von Sigmund Freud, sondern erst einmal möchte ich den anderen näher kennenlernen und das ist die Begegnung zwischen Kopf und Kopf.
Ja, das heißt, man spricht miteinander, man unternimmt Dinge gemeinsam. Das ist die Ebene des gegenseitigen Prüfens. Was denkt er überhaupt? Ist er bei der AfD oder bei der Linken oder nicht? Ist er irgendwie völlig durchgeknallt? Kann der bis drei zählen? Oder ist er total doof? Kann ich mit dem nur schmusen und sonst gar nichts? Oder ist das interessant, mit dem zu reden? Nicht, das sind lauter Dinge, die überraschend viele Paare nicht oder viel zu spät abchecken. Das wäre sehr wesentlich und würde sehr helfen. Nicht? Und irgendwann einmal, die Verliebtheit ist auf der Ebene des Bauches, ja, die Verliebtheit, ja, wir sagen dazu auch Eros, ja. Auf der zweiten Ebene ist es Freundschaft, das nennen wir Philia. Das ist eine sehr schöne Art, miteinander umzugehen, die freundschaftliche Art, den anderen respektieren, dem anderen Gutes wollen. Und die dritte Art, das ist die Beziehung der Herzen, das ist die Agape. Und die Beziehung des Herzens ist für eine Mann-Frau-Beziehung essentiell. Es funktioniert nicht, ohne dass der Eros irgendwann einmal über die Philia zur Agape wird. Warum? Weil die Agape schon die höchste Form der Liebe ist, braucht aber auch den Eros, aber es ist die stabilste Form der Liebe, weil die Agape ist, ich gebe mich hin für dich, ich schenke mich dir ganz, nicht diese Ganzhingabe, dieses ich vertraue dir, ich entscheide mich für dich, nicht? Also so blöd das klingt und so sehr viele Menschen, die nicht viel Erfahrung mit der Liebe haben, sondern nur romantische Vorstellungen und schlechte Filme gesehen haben, sich jetzt ärgern. Aber das Verlieben ist einfach keine Entscheidung. Man entscheidet sich nicht für das Verlieben, sondern das passiert einfach. Das ist ein Vorgang, den wir nicht steuern können, sondern was heißt steuern können? Wir können schon Nein sagen dazu und das vergeht dann auch wieder. Aber Verlieben einmal, der erste Akt, ist etwas, was passiert. Während Agape ist etwas, wofür ich mich entscheide. Ich entscheide mich jetzt für dich. Und deswegen ist es ja auch so schön in der traditionellen Mann-Frau-Beziehung, dass man eben sich kennenlernt, dann verliebt man sich eben hoffentlich, dann redet man auch häufiger, dann kommt es zu Philia, man befreundet sich und irgendwann einmal entscheidet man sich, sich zu verloben. Das heißt, man sagt, wir prüfen uns jetzt tiefer. Wir wollen jetzt wirklich, und das ist, wir wollen jetzt uns wirklich prüfen, ob wir ein Leben lang zusammenbleiben wollen. Nicht, ich sage ein Leben lang, weil das in den Köpfen aller Menschen drinnen sind, die von Liebe träumen. Niemand sagt, ich möchte Mann meiner nächsten 5 Jahre finden, sondern ich möchte Mann meines Lebens finden. Nicht, das Lebenslange ist ganz tief in uns und auch nur das ist nützlich, wenn wir evolutionspsychologisch nachdenken. Natürlich hat es ja keinen Sinn, für 5 Jahre mit jemandem Kinder zu bekommen und nachher trennt man sich und was ist dann nicht? Das ist ja irgendwie keine schöne Vorstellung, passiert sehr häufig, weiß ich, bin Psychiater, habe das jeden Tag, aber es ist nicht das, was Menschen sich wünschen und es ist auch nicht das, was gut ist für Beziehungen, sondern nicht, also das heißt, die erste Entscheidung ist, ich möchte es jetzt wirklich ernsthaft mit dir probieren, das ist die Verlobung und irgendwann einmal kommt diese Hochzeit und das ist schon auch bemerkenswert, das gibt es eben in allen Kulturen und allen Religionen, dieses Ja-Wort, ja, ich möchte mit dir sein, ich möchte mit dir durchs Leben gehen, das finden wir auch in allen Kulturkreisen, in primitiven Kulturen und in Hochkulturen, in allen verschiedenen Religionen ist es immer das eine, irgendwann einmal gibt es ein öffentliches Fest und eine öffentliche Zusage dem anderen gegenüber, ich will. Und dann ist auch sehr schön, dass oftmals, besonders eben im christlichen Kontext, nachgefragt wird, machst du das freiwillig? Also willst du das wirklich? Und hier wird noch einmal das Herz befragt, willst du jetzt wirklich den anderen zum Mann oder zur Frau nehmen? Also das Herz, wieder jetzt zurückkommend zu Ihrer Frage, Frau XX, ich habe sie anonymisiert, das Herz ist zentral für das Ja-Wort. Und dann sind wir in einer Ehe, die im Idealfall eben ein Leben lang
bleibt oftmals, klappt das nicht, aber das wird immer als Scheitern wahrgenommen. Also im Idealfall ist das ein Leben lang. Und was ist jetzt in der Ehe? Auch in der Ehe ist die Herzensbeziehung zentral. Also diese Agape zentral, weil die Agape eben dieses Langfristige ist, die zwei Menschen ein Leben lang begleitet und ein Leben lang stabil hält. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag in der Früh nachdenken, wie fühle ich mich jetzt dir gegenüber? Mag ich dich nicht? Habe ich Lust auf dich oder nicht? Werde ich den heutigen Tag mit dir verleben oder nicht? Sondern ich entscheide mich beständig dafür, dass du mein Mann bist oder dass du meine Frau bist und dass ich dich entsprechend behandle. Und diese Stabilität der Agape ermöglicht dann, dass der Eros immer wieder durchflackert. Ja, weil wir wissen natürlich, dass Eros nicht beständig ist. Das heißt, Paare, die allein auf dem Bauchgefühl ihre Beziehung aufbauen, die scheitern relativ früh, nach Wochen, Monaten oder nach wenigen Jahre, aber mehr als wenige Jahre halten sie nicht durch, weil sie eben von der Philia und von der Agape her nichts aufgebaut haben. Nicht die beiden, besonders eben die Agape, aber auch die Philia, sind langlebiger. Und die ermöglichen aber auch, dass Eros immer wieder durchkommt. Das heißt, so komisch das klingt, aber erst die Herzensliebe ermöglicht, dass die Bauchliebe, der Eros, also die spannende körperliche Anziehung zwischen Mann und Frau immer wieder durchbricht. Ja, nicht also das eine bedingt das andere, aber es ist nicht eines besser oder schlechter. Also nur Agape ohne jeglichen Eros ist auch ein bisschen traurig und fad und unvollständig. Auf Dauer, weil es eben in der Mann-Frau-Beziehung eben auch diese Eros, diese unheimlich schöne Ergänzung zwischen Mann und Frau in den verschiedensten Ebenen, jetzt rede ich nicht nur von Sexualität, sondern eben auch kognitiv und auch emotional, also in diesen drei Ebenen zu einer sehr schönen Ergänzung kommt, das nennen wir Eros dieser wird eben durch das Herz gefördert. Also das und jetzt noch eine Ebene. Ich gehe jetzt zurück zu diesem schönen Bild. Nur das Herz ist fähig, über den eigenen Schatten zu springen. Das schafft das Bauchgefühl nicht. Ja, das heißt, verzeihen, entschuldigen, um Verzeihung bitten. Das sind lauter Leistungen, die Menschen schaffen. Aber nur Menschen schaffen, die es hinkriegen, dass sie sich selbst relativieren können und dass sie ihre eigenen Gefühle übersteigen können und Nein zu den Gefühlen sagen können. Ja? Und ich bin auch überzeugt in der Zwischenzeit, ich bin jetzt lang genug Psychiater, bin überzeugt, dass die meisten Streits des Bauches sind. Das heißt, ich fühle mich jetzt von dir, keine Ahnung, übersehen, schlecht behandelt, sonst irgendwas. Ja, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist dahingestellt. Oft ist relativ bei einem Streit relativ wenig Nachdenken und dann wird losgeschossen und dann will man auch nur beleidigen, dann will man auch gar keinen intellektuellen Austausch oftmals, sondern man will einfach den anderen beleidigen. Das ist erschreckend, aber wahr. Hier backt jetzt ein Psychiater wirklich mal aus. Und das ist oftmals sehr kopfbefreit und vernunftbefreit, wie die zwei Herrschaften dann miteinander umgehen. Dann wird vielleicht gestritten, also geschrien. Dann wird vielleicht auch manchmal körperliche Gewalt angewendet, nicht nur von Männern, sondern überraschenderweise auch von Frauen. Häusliche Gewalt ist in der Zwischenzeit durch die scharfen Gesetze oftmals schon ein weibliches Problem und die Männer wissen nicht, was sie dann machen sollen. Aber gut, es ist keine Schuldzuweisung, sondern eine Beschreibung. Das müssen wir mal missen. Das heißt, unter Streit, den Streit kann man hin anstellen, wenn man
aus dem Herzen her lebt. Das heißt, meine Frau geht mir im Moment auf die Nerven. Aber bevor ich jetzt sozusagen das sage, wozu ich Lust hätte, um sie, keine Ahnung, zum Stillstand zu bringen oder sie eben ruhig zu stellen oder sie zu beleidigen, sage ich, okay, jetzt halte ich mal kurz die Luft an, jetzt prüfe ich mit meinem Kopf, hat das mit mir zu tun oder mit ihr? Und dann, wie kann ich es ihr beibringen, wenn es überhaupt an ihr liegt und nicht an mir, wie kann ich es ihr beibringen, dass sie vielleicht anders mit mir umgeht? Ne? Und deswegen hat sich wirklich bewährt, dass man sich regelmäßig zusammensetzt und Probleme bespricht. Einmal in der Woche ist ein guter Punkt, um einen Eheabend durchzuleben. Und hier geht es immer darum, dass man die Bauchgefühle, die man angesammelt hat, ausspricht. Weil im Aussprechen merkt man dann auch oftmals, hoppala, das ist ja eigentlich ein bisschen doof, was ich da sage. Und das kann man ja so gar nicht sagen. Das ist ja jetzt auch nicht ganz logisch. Ne? Und dann kann man eben auch viel besser wieder aufeinander zugehen. Ja, also eine gelungene Ehe ist, hat es geschafft, immer wieder über negative Bauchgefühle drüber zu gehen durch Danke, Bitte und Entschuldigung. Ja, durch diese drei. Danke heißt, ich schätze dich wert. Ja, ich tue nicht meine Vorzüge oder meine Leistung in den Vordergrund stellen, was ich wieder für dich geleistet habe, sondern ich bedanke mich, schätze wert, was du gemacht hast. Ich bitte dich, es ist nicht selbstverständlich, sondern ich bitte dich darum, dass du mir hilfst und Entschuldigung, das heißt, ich bitte dich um Verzeihung, weil ich etwas falsch gemacht habe. Nicht? Das ist eine große Herzensleistung. Der Bauch hat keine Lust, darüber nachzudenken, was er falsch gemacht hat, sondern das ist immer eine Leistung des Herzens, nicht? Wenn wir uns das noch einmal anschauen, der Bauch ist kein Meister darin, sich selbst zu reflektieren, sondern der Bauch ist eben sehr eingenommen von diesen Lustmaximierung und Unlustvermeidung und über seine eigenen Fehler nachzudenken. Meine Damen und Herren, ist definitiv Unlust. Ja, und deswegen, wenn Sie nur aus dem Bauch heraus leben und die Bauchgefühle leben, dann wird Ihre Partnerschaft mit ganz, ganz großer Sicherheit scheitern. Ich weiß, dass das jetzt vielleicht nicht sehr populär ist, was ich sage, aber wahr ist es allemal. So, gehen wir jetzt, also jetzt haben wir das wieder, das ist jetzt... brauchen wir nicht. So, gehen wir zurück zu der Frau XY, die diese sehr schöne E-Mail geschrieben hat. Gehen wir zur nächsten Frage. Wo bleiben die Bauchgefühle? Die Bauchgefühle, Frau XY, sind relevant. Bauchgefühle sind nicht unwichtig und Bauchgefühle sind vor allem nicht nur böse. Ja, also viele Freudianer, besonders Sigmund Freud war da sehr skeptisch, haben ja formuliert, Der Bauch ist gefährlich, der Bauch kennt keine Moral, nicht? Das stimmt schon irgendwie. Und der Bauch, vor dem muss man sich hüten, das stimmt nicht. Die Bauchgefühle sind essentiell. Wir waren schon beim Eros, die Anziehung zwischen Mann und Frau. Bauchgefühle sind wichtig. Im Bauchgefühl ist zum Beispiel auch die Empathie. Ja? Also was fühlst du? Dieses Bauchgefühl muss ich natürlich auch vom Herzen her zulassen. Ja? Ich muss mich damit beschäftigen, was fühlst du überhaupt? Das ist nicht selbstverständlich. Gehen wir vielleicht zur nächsten Frage, weil die damit verwandt ist. Nämlich, oder kann man jemanden durch die drei Ebenen lieben? Und wie mischt sich das alles? Gut, wie sich das mischt, das glaube ich, kann ich sehr deutlich sagen. Bauch, Herz und Kopf im idealen Menschen, ja, also im sozusagen fertig therapierten Menschen oder im Heiligen, wenn Sie so wollen, ja, im idealen Menschen, den es nicht gibt, sind in einer vollendeten Harmonie. Ja, das heißt, durch viele Bemühungen und durch viele Handlungen
kann der Mensch ja seine Bauchgefühle ändern. Das nennen wir Tugenden. Ja, wenn ich jeden Tag keine Lust habe, um 6 Uhr in der Früh aufzustehen, aber ich tue es trotzdem, weil ich mich eben, weil es vernünftig ist und weil ich es für gut erachte, dann wird mir das überraschenderweise immer leichter fallen. Ja, und das nennt man Tugend. Ja, wenn ich weiß, ich neige zum Lügen, aber ich erkenne in meinem Herzen, wo die Werte zu Hause sind. Ja, jeder Mensch, der Werte hat, der hat sie im Herzen. Ja, es gibt auch Menschen, die haben keine Werte außer sich selber, aber das ist eben kein Wert. Ne? Ja, also die eigenen, der eigene Erfolg und der eigene Ruhm und das eigene Geld, das ist kein Wert, kein transzendenter Wert. Aber zum Beispiel, ich möchte mit jedem ehrlich umgehen, ist ein Wert, ja. Und wenn ich das erkenne als Wert in meinem Herzen, dann kann ich mich, dann kann ich danach handeln. Ja? Ich habe schon erklärt, die Handlungen kommen aus dem Herzen. Und je mehr ich handle danach, die Wahrheit zu sagen, umso mehr gewöhnt sich auch das Bauchgefühl an die Wahrheit. Und irgendwann einmal werde ich im Reflex schon die Wahrheit sagen. Und ich kann gar nicht mehr lügen, weil ich mich dazu entschieden habe. Das ist eine Ausformung der Freiheit. Das bedeutet, der Mensch wird immer freier. Und jetzt zurück zum idealen Menschen. Der ideale Mensch, da mischt sich Kopf, Herz und Bauch in so harmonischer Weise, dass eben jeder genau die Aufgabe übernimmt, die, für die er gut da ist. Nicht? Und das Bauchgefühl ist gut dafür wahrnehmen, der Kopf ist gut dafür nachdenken und das Herz ist eben gut dafür das Gute. Nicht? Also der Bauch schaut aus nach dem Schönen, das ist die Transzendentalie des Schönen in der klassischen Philosophie. Der Kopf schaut auch nach dem Wahren, was ist wirklich wahr, und das Herz schaut aus nach dem Guten, was ist wirklich gut, das Wahre, das Schöne, das Gute, nicht? Das ist das, was den Menschen befreit. Und wenn wir jetzt zurückgehen zur Mann-Frau-Beziehung, weil das ist, glaube ich, der Hintergrund Ihrer Frage, dann kann man sagen, wenn einer so ist, so also ideal, wie ich es jetzt geschildert habe, dann ist das schon einmal gut für die Beziehung. Wenn beide so sind, dann ist das wirklich ideal. Weil dann wird man auch nicht mehr streiten, gar nicht mehr. Dann wird man sich auch treu sein, obwohl Reize von außen kommen. Ja, also auch in einer idealen Ehe gibt es Reize von außen, andere Frauen oder andere Männer, die einen halt anlachen. Und dann kann man sich aber vom Herzen her, wenn man eben frei ist, auch dafür entscheiden, eben in der Beziehung zu bleiben und eben treu zu sein. Nicht? Treue ist auch eine Leistung des Herzens. Der Bauch kann nicht treu sein. Ja, also reine Verliebtheit. Und wenn das alles ist, das Gefühl der Verliebtheit, das ist keine Garantie für Treue. Sogar da ist Treue sogar unmöglich, sage ich mal. Ne? Es ist nur Treue, ist eine Leistung des Herzens, wenn man auch ganz innen drinnen diesen Wert hat, dass man eben treu ist. Aber noch etwas, ich betreue jetzt gerade eine Ehe, wo er wirklich Schwachsinn gebaut hat, sich schlecht verhalten hat, weil er hat eine Prostituierte angerufen, er hat eh nicht mehr gemacht, dass sie anzurufen, aber sie hat das herausgefunden und ist jetzt extrem sauer, verständlicherweise. Aber das war vor einem halben Jahr, er ist auf blutigen Knien zu ihr gekrochen, er hat sich wirklich extrem entschuldigt oder um Verzeihung gebeten, er macht sogar eine Therapie und das heißt viel bei diesem Mann, der eigentlich kaum ein Wort rausbringt. Und sie ist nicht bereit, ihm zu verzeihen. Das ist auch eine Leistung oder ein Scheitern des Herzens. Nicht in dem Fall scheitert sie an ihrem verschlossenen Herzen und sie gibt ihm die gesamte Schuld, was nicht stimmt. Weil in einer Beziehung zwischen Mann und Frau begegnen sich zwei Menschen, die immer imperfekt sind, die immer Fehler haben und man kann sich immer auf den Fehler des anderen einschießen oder man kann sagen, ich verzeihe dir. Und wenn man nicht bereit ist zu verzeihen, dann ist man nicht beziehungsfähig. Diese Frau kommt auch nicht zu mir, sie ist nicht bereit, eine Paartherapie zu machen, weil er ist ja der Bösewicht.
Sie sagt ihm, er muss darüber reden, er muss ihr das erklären mit der Prostituierten, und wenn er sie erklärt, dann ist sie sauer, weil er sie neu verletzt. Wenn er es nicht erklärt, dann sagt sie, okay, so können wir es nicht lösen, weil du ja nicht darüber sprichst. Also sie macht es ihm einfach unmöglich, und er ist wirklich vollkommen ratlos, und ich erlebe ihn wirklich als vollkommen fokussiert auf seine eigene Schuld. Er sieht keinerlei Problem bei seiner Frau, sondern er sieht die gesamte Schuld bei sich selber. Und ich habe ihm gesagt, fällt Ihnen eigentlich auf, dass Ihre Frau die Quadratur des Kreises von Ihnen verlangt? Und er hat nicht mal verstanden, was ich sagen will, obwohl er die Worte schon verstanden hat. Weil er eben sagt, naja, aber schon, ich habe diese Prostituierte angerufen. Er sagt, ja, nein, das ist auch, will ich auch gar nicht verteidigen, finde ich jetzt nicht wirklich großartig, aber eine Beziehung besteht eben darin, dass man sich gegenseitig auch eine Chance gibt. Oder eben die Beziehung ist tot, nicht? Aber gleichzeitig hält sie schon irgendwie die Beziehung aufrecht. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass da schon auch ein gewisser Sadismus drinnen ist. Also zurück zu diesem Modell von Kopf, Herz und Bauch. Es ist wirklich wichtig, dass wir alle an unserem Herzen arbeiten und die Fähigkeit auch besitzen, über unseren Tellerrand des Beleidigtseins, das ist ein Bauchgefühl, des Verletztseins, das ist ein Bauchgefühl, drüber zu gehen und auch eine Verliebtheitsemotion gegenüber einer Person außerhalb der Ehe ist etwas, über das man drüber gehen kann. Nicht? Das Bauchgefühl prinzipiell ist etwas, was eben nicht mehr ist als ein Reiz. Da gehen wir wieder zu diesem. Ja, das ist nicht mehr als ein Reiz, über den man nachdenken sollte. Und vielleicht hat das Bauchgefühl recht, dass man hier sofort handeln muss, aber vielleicht ist es genau das Falsche, nicht? Also mir fällt auf, dass in der Psychologie der 90er Jahre, in der ich ausgebildet und sozialisiert wurde, das Gefühl dogmatisiert worden ist, in dem Sinn, dass man sagt, denk nach darüber, was du fühlst, und das stimmt dann und das musst du dann machen. Das ist der totale Schwachsinn und der totale Käse. So scheitern lang anhaltende Ehen mit großer Sicherheit, sondern die neue Botschaft aus der Neurowissenschaft ist, entwickle dein Herz, bilde dein Herz, suche das Gute und überlege dir, was ist gut, was ist richtig, was ist wahr, wie kann ich bereit werden zu verzeihen, wie kann ich eben meinem Mann oder meiner Frau das verzeihen, was er gemacht hat, im Wissen, dass wir beide nicht perfekt sind. Und hier bin ich wieder bei der Verdrängung, weil die meisten Menschen, die nicht verzeihen können, die haben keine Einsicht in die eigenen Fehler, weil sie eben dieses Denkverbot sich selbst auferlegt haben, ich denke nicht über meine Fehler nach, und wenn ich nicht über meine Fehler nachdenke, dann habe ich keine Fehler. Und das ist der größte Schwachsinn, den man machen kann. Davon kann ich Ihnen nur abraten. Und damit, Frau XX, möchte ich Sie noch einmal grüßen, mich für Ihre großartige Frage bedanken, weil Sie haben mir viel Freude gemacht damit. Ich hoffe, Sie haben Freude mit der Antwort. Und wenn nicht, dann schreiben Sie mir wieder ein E-Mail, und ich werde versuchen, noch ein Video zu drehen. Alles Gute.